Hallo, gestern hatte ich die Möglichkeit, mit einem Personal Coach zu reden, mit einem anderen. Und zwar es ist der Mustafa Inan aus Lindau. Er beschäftigt sich eigentlich mit Entfaltung deines Potenzials und ja, mit Online-Business aufbauen. Das ist so seine Grundkompetenz. Ja, viel Spaß beim Zuhören und Musti, danke dir für den coolen Podcast. War eine coole Zeit. Wir sehen uns sicher wieder. Alles Gute. Let's change the world together. Euer Thomas. So, herzlich willkommen zum weiteren Podcast, zum weiteren Interview mit einem interessanten Personal Coach beim Mustafa Inan. Ja, darf ich Musti sagen? Passt das Sehr für gerne, dich? ja. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast und ja, mal schauen, was für einen Mehrwert wir liefern können für die Leute, wo zuschauen, wo sich interessieren für Coaching. Und vielleicht steigen wir sogar etwas in den Zeitgeist ein oder was momentan so passiert, weil das doch für viele Menschen extreme Herausforderung ist. Und wir als Coaches können doch den einen oder anderen mitnehmen, zum sagen, okay, es gibt vielleicht andere Möglichkeiten, es gibt vielleicht Sachen, die du vielleicht noch nicht so gesehen hast, und vielleicht gehen wir auch in diese Richtung. Aber mal schauen. Ja, Musti, wie bist du aufs Coaching gekommen? Wie bist du darauf gekommen und Ja. wie geht es dir dabei? Oder erzähl mal von dir etwas. Also bei mir hat alles angefangen, ja, mit dem Poker. Also ich habe ja vor 10, 11, 12 Jahren mittlerweile, habe ich mit einem Kollegen hier aus Lindau, haben wir zusammen gepokert, haben relativ schnell gemerkt, okay, das macht uns Spaß, und neben dem Spaß kam der Erfolg auch noch, und relativ schnell haben wir gemerkt, okay, das können wir professionalisieren. Was wir dann auch gemacht haben, wir sind dann rüber zu euch nach Österreich, weil es ja hier wenig Angebot gab. Waren wir hauptsächlich dann im Casino Bregenz und ja, haben so unser Teenageralter oder so, oder unsere Jugend durch das Pokern oder mit dem Pokern verbracht. Und was dazu kam, waren dann natürlich auch die ersten Verträge im professionellen Bereich im Pokern. Und so sind wir eben irgendwie reingerutscht in dieses Poker-Business, sage ich jetzt mal. Und klar, als Teenager ist es ganz cool, wenn man sehr viel Geld verdient, Ruhm, Luxus hat. Dann auch noch, ich sage jetzt mal, Sport, Wirtschaftsstars kennenlernt, die man so aus dem Fernsehen nur sieht. Und das war natürlich was Besonderes, so dieses Kick, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, als professioneller Fußballer früher. Es ist halt was Besonderes so, ne? Gerade als Jugendlicher wollen ja sehr viele so, ne? In die Richtung. Und für mich war es aber immer nur Mittel zum Zweck, und ich habe das nie als Leidenschaft gesehen oder, ich sage jetzt mal, als meine größere Vision, sondern einfach damals war es cool als Teenager, und diese Anerkennung, die ich damals zum ersten Mal auch außerhalb von der Familie gespürt habe, war natürlich sehr toll. Und ich habe dann aber relativ schnell einen Schicksalsschlag oder einfach eine Botschaft vom Leben zum Glück bekommen heute, dass ich ja dann verlassen wurde, jetzt nicht nur von meiner Liebe des Lebens, sondern auch von meiner Mama, die ja uns drei Kinder alleine großgezogen hat. Und durch das Pokern habe ich ja meinen Charakter ganz, ganz stark verändert ins Negative, habe sehr viel gelogen, habe die Nase unglaublich weit oben gehabt, habe gedacht, so, wer will mir schon was sagen, Ja, so, stimmt. ich bin der König der Welt, so, ne? Verdiene mehr wie ein Arzt, und dadurch hat sich mein Verhalten auch gegenüber liebenden Menschen verändert. Und als die mich verlassen haben in Monaco, und da drehen wir auch gerade einen Film dazu, hat es bei mir im Kopf eben Klick gemacht. Und ich habe dann von heute auf morgen sofort aufgehört, bin zurückgefahren, habe meinen Kollegen dort stehen lassen, habe gesagt, du, ich muss los, weil ich merke, jetzt muss ich eine Entscheidung für mein Leben treffen, und ich möchte nicht in 10 Jahren allein in einem Hotel sein und meinen Erfolg alleine feiern, sondern wirklich auch was Nachhaltiges schaffen. Habe sofort aufgehört und habe das Geld vom Poker-Business dann sozusagen in mich investiert, in mein Coaching-Business. Und das war so, ich sage jetzt mal, so der entscheidende Moment bei mir im Leben, wie alles, wie ich überhaupt zum Coaching kam. So diese Botschaft und das Verlassenwerden, dieser Schmerzpunkt, der Mensch braucht ja oft einen Schmerzpunkt, um gewisse Dinge zu verändern. So war es bei mir auch, und das ist ja auch meine Botschaft. Lebenspoker steht genau dafür, was ich erlebt habe. Gehst du mit deinem Potenzial all in oder wirfst du es weg? Ich hätte es ja fast weggeworfen, und deswegen möchte ich diese Botschaft nach außen tragen. Spannend. Ich kenne diese Geschichte oder Geschichten von solchen Spielern oder sonstigen aus der anderen Warte. Ich war ja Fußballer und kann es nur bestätigen, dass Geld und vermeintlicher Ruhm kann viel verändern. Bei mir war es jetzt nicht so,
weil ich immer im Umfeld war von meiner Familie und irgendwie nie abgehoben war oder so, aber ich habe dann schon gemerkt, dass man quasi mit den gewissen Leuten halt nicht mehr zu tun hat und so. Und als junger Mensch kann es natürlich herausfordernd sein. Aber wie du sagst, ich habe die Gelegenheit gehabt, als Croupier das aus der anderen Sicht zu sehen, wie Menschen sich ändern können beim Misserfolg und Erfolg. Und total spannend, dass du das eben erwähnst, weil ja, du sagst, es kann wirklich Erfolg, vor allem Reichtum, Geld, kann ganz, ganz vielen Menschen, wenn sie noch nicht so weit sind, für das nicht bereit dafür. Und das ist der entscheidende Punkt, genau, ja, wenn genau sie noch nicht so weit sind. Genau, ja. Ich war damals noch nicht so weit, heute würde ich natürlich ganz anders damit umgehen, aber zum Glück war ich damals auch noch nicht so weit. Ja, das Leben hat dir den Weg gezeigt. Das ist doch ein bisschen meine Message im Coaching. Vertraue dem Leben, vertraue dem Fluss des Lebens, versuche nicht gegen den Fluss des Lebens zu schwimmen, sondern positioniere dein Boot so gut es geht auf dem Fluss. Und das hast du in dem Fall getan und jetzt trägst du einfach deine Talente, wo man Poker definitiv haben muss, weil sonst hat man keinen Erfolg. Das ist nicht, also etwas Glück gehört schon dazu beim River. Aber ansonsten ist ein Strategiespiel, da muss man diese Fähigkeiten haben. Super. Ja, momentan leben wir extrem herausfordernde Zeiten und du hast ja schon Herausforderungen gehabt in deinem Leben, du hast dein eigenes Unternehmen aufgebaut. Was würdest du jetzt sagen, okay, wir haben diese ganzen Geschichten mit Lockdowns und Krankheiten, pipapo. Was würdest du sagen zu jemandem, hey, er kommt nicht klar mit dieser Herausforderung, wo speziell ein Vater, wir sind beide Väter, du hast auch ein Kind, ich auch. Und da muss man als Papa, als Mann oder als Mutter natürlich auch seinem Mann stehen, sage ich mal. Was würdest du jemandem sagen, wo okay, ich heraus und ich komme damit einfach nicht klar? Also das, was ich auch meinen Teilnehmern, oder ich merke das ja auch jetzt, wenn ich Gespräche habe, gerade wenn es ums Coaching-Business geht, es geht gar nicht so sehr darum, dass man unbedingt jetzt ein Business aufbauen muss, sondern man sollte für sich herausfinden, hey, und gerade dieser Lockdown oder diese Lockdowns, die wir haben, kann man ja sehr gut nutzen, um sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Das machen ja die wenigsten Menschen, die sich wirklich mal im Spiegel anschauen, nicht um sich schön zu machen, sondern einfach sich mal tief in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, was habe ich bisher erreicht, was waren meine Ergebnisse im Leben und sind es genau die Dinge, die ich wirklich auch in 10 Jahren haben möchte? Sind es Dinge, die mich erfüllen und kann ich damit auch einen Mehrwert für andere Menschen stiften und nicht nur für mich, für mein Ego? Und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt jetzt natürlich auch, weil wir uns ja auch mit Bewusstseinsthemen beschäftigen, genau für diese Menschen oder für ganz, ganz viele Menschen eigentlich auch ein Zeichen sein kann. Ob dieser Weg, den sie bisher gegangen sind, ich sage jetzt mal vielleicht dieses oberflächliche Leben oder dieser Alltagsstress, ob das nicht irgendwas ist, was sie unglücklich macht auf Dauer. Weil oft, wie gesagt, bei mir oder bei dir war es ja auch so ein gewisser Schmerzpunkt, der uns zum Verändern gebracht hat. Vielleicht ist das jetzt der Schmerzpunkt für viele Menschen. Und als Tipp, was ich mitgeben kann, ist wirklich mal die Zeit für sich zu nutzen, gerade wenn man daheim ist. Schaut euch einfach mal im Spiegel an, jetzt nicht nur kurz, sondern wirklich auch mal 10, 15 Minuten und das mal über 15, 20 Tage. Dann wirst du selber erkennen, was da auch bei dir rauskommt. Und was ganz viele Menschen auch immer machen, ist immer das Problem zu erwähnen. Lockdown, mein Laden ist zu oder ich kann jetzt in der Gastronomie, kann ich nichts mehr machen. Statt das Problem zu erwähnen, solltest du viel mehr nach Lösungen suchen. Ich habe, klar, es ist mein Business, aber ich habe jetzt ein Beispiel, Gastronomie, du hast zugemacht. Wie wäre es mit einer Online-Dienstleistung? Zeig doch anderen Gastronomien, wie man Umsatz steigert, wie man Mitarbeiter führt, wie man eine komplette Gastronomie aufbaut. Das wäre zum Beispiel eine Findung einer Lösung. Mhm. Und ich glaube, das machen ganz, ganz wenige, die Lösung zu suchen. Und die meisten erwähnen immer nur das Problem. Und vielleicht, und ich habe ganz, ganz große Hoffnung darin, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Bewusstsein bei vielen Menschen zu verändern, in die richtige Richtung. Auch wenn die Maßnahmen natürlich übertrieben sind, meiner Meinung nach. Aber wir können es aktuell nicht ändern. So, man muss damit leben, du musst dich darauf einstellen können und versuchen, Lösungen zu finden. Gerade als Papa, du und ich, wir sind Papas, auch für die Mamas. Man hat eine gewisse Verantwortung gegenüber seinen Kindern, Vorbildsfunktion. Was willst du denn, wie willst du denn deine Kinder großziehen? Was willst du für eine Botschaft auch ihnen unbewusst und bewusst senden? Dass du wirklich sagst, ich nimm das so an und ändere was daran oder such nach einer Lösung oder immer nur das Problem zu erwähnen, dann werden deine Kinder wahrscheinlich genauso großgezogen und dann ist diese Vorbildsfunktion irgendwo falsch gelaufen oder fehlgeschlagen. Und ich glaube, wenn man die Lösung sucht, dann findet man auch eine. Ja, du sagst es, es ist
nicht, du glaubst, dass die Kinder nachher so sind, sie sind hundertprozentig nachher auch so. Aber du sagst es genau richtig, ich habe gerade einen Workshop zusammengestellt mit 4 Punkten, wo ich sage, okay, was bringt mich gut durch eine Krise, durch eine schwere Zeit, und wir leben gerade momentan in einer schweren Zeit. Und der erste Punkt ist eben dieser Fokus, worauf richtest du deinen Fokus aus? Absolut. Was gibst du eine Bedeutung, was gibst du keine Bedeutung? Erfolgreiche Menschen fokussieren sich auf das, was sie ändern können, was sie verändern können, und nicht auf irgendwelche Sachen, wo sie nicht ändern können, und stecken die ganze Energie dort und schenken keine Bedeutung Sachen, die du absolut nicht ändern kannst, weil das raubt dir die Energie, und dann hast du auch keine mehr zum in Alltag gestalten, mit der Familie, zum in der Arbeit irgendwas tun. Absolut. Oder? Und das nächste, was ich zum Beispiel sage, das zweite ist deine emotionale Reaktion, weil momentan ist es sehr emotional, es gibt diese zwei Lager quasi, und wie reagierst du auf diese zwei Emotionen? Wie reagierst du auf andere Menschen und die emotionale Reaktion in den Griff zu bekommen? Ja. Das dritte ist eben auch, wo ich sage, okay, an der Bewusstseinsebene arbeiten, in den Fluss des Lebens und versuchen eben sein Boot zu positionieren. Sehr schöne Metapher. Genau. Und das dritte, was ich sage, jetzt ist eigentlich, und das ist für mich der wichtigste Punkt momentan eigentlich, Punkt 4, wenn dieser Punkt nicht passt, dann sind die anderen drei nicht so kraftvoll, ist deine Peer Group, deine Freundes, dein Umfeld ist jetzt umso wichtiger. Absolut. Weil wenn du jetzt mit Leuten abhängst, die dich dauernd runterziehen, die dir überhaupt keine Kraft geben und die nur auf Probleme, wie du vorher gesagt hast, fokussiert sind, dann kommst du in einen Strudel, und aus dem kommst du selber fast nicht raus. Außer es kommt ein Schicksalsschlag, wie bei dir jetzt zum Beispiel. Aber sowas passiert ja nicht jeden Tag so. Ne? Das Deswegen ist Umfeld ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und jetzt allein, okay, nehmen wir mal jetzt die Situation wirklich her. Mhm. Was passiert jetzt momentan auf der Welt? Mächtige Menschen bestimmen über alle anderen und man kann eigentlich gar nichts tun in dieser Richtung. Aber wie siehst du das, was momentan passiert? Sagst du, okay, du hast vorher gesagt, die Maßnahmen findest du übertrieben, total übertrieben. Sobald man sich informiert und versucht, etwas zu hinterfragen, kommt man schnell drauf, okay, irgendwas passt hier definitiv nicht. Und was tust du jetzt als Coach? Du bist Coach und du erarbeitest dein Bewusstsein, aber du weißt, merkst, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Wie siehst du das? Trägst du das nach außen? Redest du mit deinem Umfeld über das? Wie siehst du diese Problematik? Es ist wie du schon sagst, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Weil gerade bei uns hier in Deutschland, du wirst sofort als, also wenn du eine andere Meinung hast, wie jetzt die Regierung oder die Politiker, dann wirst du sofort als Rechtsextremer, als Aluhüter, als Verschwörungstheoretiker wirst du sofort dargestellt. Ich habe ein gutes Beispiel mit Jürgen Höller, Top-Motivationstrainer in Europa, wahrscheinlich der bekannteste, der jetzt immer mehr YouTube-Videos macht, wirklich auch seine Meinung da positioniert, der wirklich rein nach Zahlen, nach Fakten geht. Und wenn man danach geht, sind die Maßnahmen natürlich viel einfach zu übertrieben. Ich versuche in meinem Umfeld, weil du das Thema ja vorhin auch erwähnt hast, einfach wirklich mich klar zu positionieren. Ich versuche so viel wie möglich meine Augen zu öffnen. Die meisten Menschen verschließen ja einfach ihre Augen und nehmen das Ganze hin, was auch die Politiker bestimmen. Ich versuche in meinem Umfeld einfach, ich sage jetzt mal, die Kraft oder die Macht, die ich habe, mitzugeben an Meinung, an Bewusstsein. Versuche ich natürlich so viel wie möglich positive Energie auszustrahlen und so das Bewusstsein bei anderen Menschen auch zu öffnen. Nicht ihre Meinung zu verändern, sondern wirklich, dass sie selber ein Bild davon machen, dass sie aber auch wirklich die Zahlen und Fakten mal ansehen und nicht immer alles nur hinnehmen. Es ist ja auch entscheidend im Leben, bin ich jemand, der alles aufsaugt und das Ganze auch im Unterbewusstsein verankert und nichts daraus macht, oder versuche ich da wirklich auch über den Tellerrand hinauszuschauen, versuche wirklich auch die Zeilen zu lesen, und das ist so auch meine Message, wirklich auch die Augen zu öffnen. Ich meine, ich als Einzelner kann jetzt nicht zu Politikern hingehen und sagen, stopp diese ganze... Kannst schon, aber... Könnte man, aber auch da hängt wieder die Verantwortung zusammen, die man auch als Familienpapa hat. Aber einfach so viel Einfluss wie nur möglich versuche ich zu nehmen, an meinem Umfeld, an meine Teilnehmer und auch an Coaching-Teilnehmer immer wieder mitzugeben, dass man wirklich für sich etwas Positives machen sollte, für sich auch sich mal wehren, sich wehren gegen das System. Wer weiß, was bei uns noch entsteht, was wir noch gründen werden, was diese Corona-Sache angeht zum Beispiel. Aber es passiert unglaublich viel. Es passiert momentan unglaublich viel und sehr viele Menschen leben in Angst. Und das ist auch so ein ganz großer Bereich, wo ich merke, okay, viele
sind ja einfach verzweifelt, sind überfordert mit der Situation. Und vielleicht braucht es eine Untergrundbewegung, sage ich jetzt mal, die wir vielleicht gründen, um vielen Menschen da auch das Bewusstsein zu geben, hey Leute, wacht auf, schaut euch die Fakten an. Ist es jetzt, wie ich das sagen würde, übertrieben oder einfach die Meinung, dass die Leute einfach wirklich über den Tellerrand hinausschauen? Das ist so mein Befinden momentan, dass jetzt momentan auch der richtige Zeitpunkt ist, um sich vielleicht so ein bisschen zu wehren. Anderes Thema ist natürlich auch die Präsidentschaftswahl in Amerika. Ist ja auch, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Also man merkt, dass momentan sehr viel passiert und es gibt gar nicht mehr diesen Mittelweg. Es gibt immer nur die Extreme. Absolut. Es gibt die eine oder die andere Meinung. Und die Gefahr dahinter ist, dass diese dann irgendwann kollidieren werden und dass es dann zur Ausschreitung kommt. Wird wahrscheinlich kommen, aber ich von meiner Warte aus, ich positioniere mich da ganz klar als jemand, der diesen Corona-Wahnsinn nicht leugnet, aber wirklich auch dahinter schaut und sich die Zahlen auch anschaut. Für mich ist das Erschreckende eben, dass diese politische Klasse total unabhängig von irgendwelchen Zahlen und Fakten Sachen beschließt, und das spielt eigentlich keine Rolle. Wie früher die französische Revolution, die Kaiserin, kennst du das, wo man zu ihr gekommen ist, sagt, die Brotspeicher sind leer, und dann hat sie gesagt, dann sollen die doch Kuchen essen, die Bevölkerung. Also komplett machen einfach ihr Ding und unabhängig davon, egal ob das jetzt so ist oder nicht, weil die Zahlen sprechen eigentlich klar, dass es eben überzogen ist. Aber für mich viel das Erschreckende ist eigentlich, dass die Menschen eben nicht hinterfragen. Und es ist eigentlich, habe ich das Gefühl, mein Empfinden ist, dass es nicht gewollt ist, zu hinterfragen. Alle sollen Roboter sein, alle sollen ihr Ding machen einfach. Und das ist eigentlich genau konträr das, was ich meinen Kunden auch beibringe. Dein Bewusstsein schärfen, dein Leben leben, bewusst und wirklich auch wirklich voll mit deinem Herzen, folge dem Herzen und alles. Und das kannst du nicht, wenn du nicht authentisch bist. Absolut. Kannst du nicht. Und dann, wenn du hier mitmachst bei allem und sagst, oh mein Gott, dann wird es echt schwer. Also bleib authentisch, das ist ganz, ganz wichtig. Und kurz dazu noch anschließend, was ich momentan immer wieder als Frage oder als, ich will nicht sagen Kritik, aber immer, wenn ich mit Menschen darüber diskutiere, über das Thema, kommt immer die Frage, ja, was hat denn die Regierung davon? Das ist so der typische Satz, den ich immer mitbekomme. Und das ist dann auch schwer, mit diesen Menschen dann auch wirklich, wirklich sachlich zu bleiben, weil es oft, also ich merke es aus meinem Kreis, dass egal ob es Familie ist oder Freundeskreis, die werden dann auch sehr persönlich so. Ne? Das muss man halt wirklich so ein bisschen auf Seite schieben und wirklich sachlich bleiben. Ja, was haben die davon? Also ein großer Punkt, den du ja gerade auch schon erwähnt hast, ist, Menschen wirklich nicht mehr zum Denken zu bringen, nicht zu hinterfragen, und daraus resultiert mehr Macht für die Politiker. Die Politiker könnten jetzt im Prinzip alles entscheiden und die Bevölkerung wird alles zu jedem Ja und Amen sagen. Die könnten zu uns sagen, ihr bleibt nur noch daheim, ihr verlasst das Haus nicht mehr. Ich sage jetzt mal, 95% der Menschen würden es machen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr, dass die Politiker immer mehr dieses Machtstreben haben wollen, immer mehr entscheiden wollen. Das ist ein großer Punkt. Ich habe natürlich noch zig weitere Theorien, aber ich glaube, das ist so das Gefährlichste für die Gesellschaft. Ja, es spitzt sich zu, es ist wirklich ganz anders. Aber auf der anderen Seite, wir leben doch in extrem spannenden Zeiten, denn man kann sein bestes Licht nur scheinen lassen eigentlich, wenn es wirklich dunkel wird und wenn wir alle jetzt, wenn jeder im Reichtum, also Reichtum hätte und jeder hätte die beste Zeit, dann zeigst du nie deine beste Person. Absolut. Sondern wenn es hart wird, dann zeigen wir eigentlich das Beste für uns. So sollte man eigentlich auch jeden Tag leben, für unsere Kinder, für unser Umfeld. Und gestern, ich habe mir das schon gestern ist mir etwas ganz, ganz bewusst geworden. Ich war in der Schweiz und in Luzern geht es ja normal weiter, das Leben vermeintlich normal. Also die haben keinen Lockdown oder so, das habe ich richtig genossen. Also ganz ehrlich, ich war im Café und alles Mögliche. Aber ich bin dann nachher wieder auf die Straße und so. Und natürlich gibt es dort auch die Masken. Und dann ist mir eine Frau so aus dem Weg gegangen. Ich habe keine Maske angehabt, sie hat draußen auch eine Maske angehabt. Was das für einen Sinn ergibt, will ich gar nicht hinterfragen, das weiß eigentlich jeder, aber sei es drum. Und dann ist sie mir so aus dem Weg gegangen und dann eine zweite, dritte Person. Irgendwann denn. Und dann habe ich gedacht, ey, die tun mir so leid, diese Menschen, weil die haben richtig, richtig Angst vor einer Krankheit. Stell dir vor, du lebst jetzt und du hast richtig, richtig Angst vor einer Krankheit. Du hast die schlimmste Zeit deines Lebens. Und dann habe ich gedacht,
ich arbeite an dem ständig und ich bringe das auch meinen Klienten und Kunden bei. Mhm. Akzeptanz und Verständnis für die andere Seite ist jetzt eigentlich, was uns diese Corona-Zeit beibringt. Ja. Andere zu akzeptieren und Verständnis für sie zu zeigen, also ich glaube, eine bessere Zeit für das werden wir nicht mehr haben in unserem unserer Lebzeit. Und das ist mir gestern so klar geworden, aber richtig so tief in mir reingegangen, hey, akzeptiere diese anderen, die möchten diese Maske tragen und wenn sie in der Maske schlafen, duschen gehen, ja, ist okay für mich und zeig Verständnis dafür. Und ich bin ja einer, der die Maske nicht wirklich überall an, ich ziehe sie unter die Nase. Also, und dann denke ich mal, ich ziehe sie eigentlich nicht für mich an, sondern ich ziehe sie eigentlich für die anderen an, damit ich ihnen zeige, hey, ich akzeptiere deine Angst, ich habe Verständnis für die und ziehe sie an für die. Ja. Und so nütze ich eigentlich diese Zeit für mich, zum sagen, okay, ich übe jetzt momentan Akzeptanz und eben dieses Verständnis für andere Menschen, wo wir ständig konfrontiert werden, du wahrscheinlich auch. Mit Frau und Kind wirst du auch nicht immer Akzeptanz und Verständnis. Ja. Du hast, glaube ich, auch eine Tochter, kann das sein? Zwei Töchter sogar. Und drei Frauen zu Hause, da wirst du natürlich auch sicher gewisse Situationen kommen, absolut. Wo man sagt, und was ist jetzt hier speziell, wenn du sagst, okay, zu Hause drei Frauen, die bringen dich auf die Palme, was machst du dann? Also auf die Palme bringen, in dem Sinne, ich bin ein sehr, sehr ruhiger Mensch, gerade bei Stresssituationen. Mhm. Ist auch sehr schön, dass meine Frau so ein bisschen so das Gegenbeispiel ist. Sie lässt sich leicht aus der Palme bringen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe so ein bisschen so die innere Ruhe in solchen Situationen und weiß dann auch in gewissen Momenten einfach, ich sage jetzt mal nicht zu funktionieren, aber emotional gut damit umzugehen, sagen wir es mal so. Und natürlich mit drei Frauen hast du immer Theater daheim, aber ich sage jetzt mal, die spannenden Zeiten kommen ja noch. Ich habe jetzt eine 3-jährige und 1-jährige Tochter. Sind natürlich jetzt unglaublich schöne Zeiten gerade. Aber ich glaube, so die spannenden Zeiten, was solche Themen mit Konfrontation angeht, die kommen erst noch. Wenn die Kleinen, ich sage jetzt mal, so ein bisschen ins Teenager-Alter kommen, davor habe ich riesen Respekt vor dem Alter so, weil ich jetzt noch gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. So, jetzt momentan ist es mehr genießen und Konfrontationen löse ich eigentlich so wie mit meinen Coaching-Teilnehmern so. Ne? Versuch sie, und das ist das Tolle, dass wir solche Bereiche machen, denn wir können das ja 1:1 auch auf unsere Kinder übertragen. Genau, das ist wunderschön, das ist einfach. Und das, was du gesagt hast, auch ganz spannend, wirklich Menschen zu akzeptieren, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wenn ich andere Paare mir anschaue oder andere Erziehungsmaßnahmen, da ist es oft so, ich würde gerne meinen Mund aufmachen, die Klappe aufmachen und sagen, hey, warum das, warum so, weißt du, was du für einen Einfluss auf deine Kinder nimmst? Aber ich habe auch gelernt zu akzeptieren, wie du es gesagt hast, einfach da meine Klappe zu halten, weil es mich nichts angeht in dem Sinne. Natürlich geht es in meinem Umfeld, wenn ich jetzt bei meiner Schwester mich einmische, da sehe ich auch mein Recht darin. Das ist so ein bisschen meine Familie. Aber wenn ich jetzt auf der Straße rumlaufe und sehe, wie allein das Thema Zucker zum Beispiel, wenn ich ein kleines Mädchen sehe mit 2 Jahren, die einen Lutscher im Mund hat, so, da könnte ich platzen. So, ja. Weil wir erziehen unsere Kinder halt zuckerfrei. Aber wie gesagt, Akzeptanz gehört auch da dazu, ruhig zu sein, weiterzulaufen, mir meinen Teil zu denken. Aber natürlich versuche ich so viel an Erfahrung, gerade wenn man in diesem Bereich ist, das ist das Tolle. Man hat Bewusstseinsthemen, die man wirklich 1:1 weitergeben kann. Und das wünsche ich natürlich jedem so. Zucker, gut, dass du es gerade erwähnt hast. Ne? So, by the way, Zucker, hast du gewusst, dass Zucker, sobald du Zucker isst, 70% oder 80% des Immunsystems schaltet sich quasi ab. Und wir haben es versucht mit unserer Tochter zuckerfrei, die ist jetzt 5, wird sie, in ein paar Monaten. Hat nicht geklappt, sobald sie das erste Gummibärchen von einer älteren Dame bekommen hat, war vorbei. Ja. Und ja, ist ein großes Thema bei uns auch, dass die kleine Zucker isst und so. Das ist wirklich eine Droge, ja. Aber du hast es gesagt, wir haben jetzt unsere Tochter, wie gesagt, ist fast 5 und da kommen schon diese Konfliktsituationen. Speziell zwischen meiner Frau und meiner Tochter, anziehen und zusammen. Unsere Tochter hat jetzt wirklich auch schon eine Persönlichkeit. Absolut. Und hier kommen diese Streitigkeiten. Ja. Also das geht früher los, wie du denkst, mit 3, also mit 5 oder so, geht schon los. Da ist schon eine andere Liga, das kann ich dir sagen. Und das wird ganz, ganz lustig. Aber du hast vorher die Partnerschaft gesagt, dass sie anders ist. Ich bringe bei meinem Modul mit Beziehungen den Teilnehmern auch bei, dass du meistens eigentlich genau die Person in dein Leben ziehst, die anders ist wie du, weil die zeigt dir deine Schattenseiten. Spiegel sozusagen. Dein Spiegel. Ja. Was, an was musst du noch arbeiten, Musti?
an was fehlt es dir, und sie drücken auch immer natürlich deine roten Knöpfe, damit du an dem arbeiten kannst. Weil, wie vorher gesagt, wenn du am Strand liegst mit deinem, keine Ahnung, trinkst du Bier, keine Ahnung, ich sag das gerne, was auch immer, whatever, mit einem Saft, da wirst du nicht wachsen. Aber wenn dein Partner dir aufzeigt, hey, mein Freund, an dem musst du arbeiten, ja, dann kannst du wirklich auch an diesem arbeiten. Ich habe da wirklich vier Persönlichkeiten, wenn ich es ganz kurz sage. Eine Persönlichkeit ist, wenn ich beschreibe es gerne mit Tieren, damit man sich da reinfühlen kann, der Gorilla, der über allem steht, der souverän ist. Der eine ist das Schaf, das ist quasi der Lover, der alle möchten das Recht machen und alles ist süß, alles ist gut. Der andere ist der Fuchs, so hinterlistig, der Magier. Und eine Person ist der Wolf, das ist so quasi der Krieger, ja, der geht immer auf Konfrontation. Und wir ziehen eben immer diese andere Persönlichkeit so in unser Leben, damit wir an dem arbeiten können. Sagen, ich bin mehr so der Schaf- und Gorilla-Typ. Und natürlich ist meine Frau mehr der Fuchs-Wolf. Ja? Und daran zeigt sie mir, hey, das kann ich noch nicht, an dem muss ich arbeiten. Ja? Nur so by the way, nur weil du gerade auf das Thema gekommen bist. Und Präsidentschaftswahlen hast du schon erwähnt. Ist natürlich weit weg von uns, weit, aber es ist doch die westliche Welt. Trump, Biden. Ich bin jetzt kein Politologe oder so, aber ich bin natürlich informiert, weil das eine führt zum anderen und irgendwie alle werden gespalten und so. Es ist merkwürdig und es ist komisch, dass irgendein Kandidat bei den normalen Stimmen wirklich führt und nachher alle restlichen Stimmen zu einem anderen Kandidaten gehen und unsere Medien, ich verfolge zwar keinen, aber natürlich kriegst du es mit, es geht gar nicht anders, berichten schon, der hat gewonnen und hinterfragen das gar nicht. Ja. Wie erklärst du das, dass die das hinterfragen, nicht hinterfragen? Das versteht kein Mensch. Ich glaube, und das habe ich auch schon letztes Jahr zu ganz, ganz vielen Teilnehmern und auch in dem Video schon gesagt, wir leben in einem Bewusstseinszeitalter. Und ich glaube, dass immer mehr Lügen, immer mehr Korruption auch ans Tageslicht kommen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Präsidentschaftswahl, hoffe ich zumindest, auch ans Tageslicht kommt, was da hinter den Kulissen läuft. Ich will nicht sagen, dass bisher alle Wahlen sauber gelaufen sind. Das wissen wir alle nicht. Wahrscheinlich nicht, aber in dieser Wahl ist ganz deutlich zu sehen, diese zwei extremen Seiten in Form von diesen zwei Personen jetzt, aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Da stecken Philosophien dahinter. Ein Donald Trump, auch wenn viele ihn belächeln, der wirklich für sich steht, der authentisch ist. Eben, er ist authentisch, ja. Da kommen wir wieder zu dem Thema. Ich habe es dir vorher gesagt, er ist eben diese Person, die Group überhaupt nicht interessiert, die Absolut. Good Opinion of other people, vor ihm kann man sich wirklich, wenn es um dieses Thema geht, eine Scheibe abschneiden. Ne? Absolut. Und natürlich, und ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, oft macht er Aussagen, die von sehr vielen auch belächelt wird, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine Taktik, so ein bisschen so die Masse in Amerika zu erreichen, aber er ist für mich ein ganz, ganz intelligenter und eine unglaublich spannende Persönlichkeit, weil das auch bei dieser Wahl, und das hat man gesehen, du hast es erwähnt, vor den Briefwahlen, eigentlich die Masse erreicht hat und wieder die Mehrheit hatte in ganz, ganz vielen Bundesstaaten auch. Und jetzt kommt das Thema Briefwahlen. Auch da glaube ich, dass die Trump oder die, ich sage jetzt mal, die Republikaner da wirklich eine Strategie verfolgt haben. Und da werden wir jetzt in der Zukunft sehen, was da rauskommt. Ob das ein Bluff war oder ob da wirklich was dahinter steckt. Ich habe auch schon ganz, ganz viel gelesen über Tote haben abgestimmt, die gar nicht mehr dort sind. Oder, habe ich auch gehört. Oder Leute, die ausgewandert sind, die gewählt haben, Stimmzettel aufgetaucht sind. Und ich hoffe und ich glaube an das Gute, dass da wirklich, egal in welche Richtung es geht, dass die Wahrheit rauskommen wird, weil wir, wie gesagt, in einem Bewusstseinszeitalter sind und das wird sich auf jeden Bereich übertragen. Genauso auf die Politik. Und wenn du mich fragst, ich wünsche mir, dass Donald Trump weitere 4 Jahre bekommt, weil, und das haben wir auch schon besprochen, er ist der erste oder seit langem der erste Präsident, der keinen Krieg angefangen hat. Das ist gut für die Menschen. Absolut. Ich meine, viele haben ja gesagt, Barack Obama ist so ein ganz, ganz großes Vorbild. Trotzdem hat er ganz viele Länder auch überfallen. So, ne? Syrien zum Beispiel, was heute immer noch in Europa ein ganz, ganz großes Thema ist mit den Flüchtlingen. Trump, genauso bei unserem Lieblingsthema Corona, er ist eigentlich einer der ganz, ganz wenigen, Russland, Schweden ausgenommen auch noch dazu, der wirklich Ruhe bewahrt hat, der nicht dramatisiert hat, nicht die Bevölkerung in Angst und Panik gebracht hat, so wie hier im westlichen Raum, was natürlich wiederum zu Angstzuständen führt, Panik. Und er war wirklich sehr kühl. Klar
ist in Amerika das Gesundheitssystem jetzt auch nicht so stabil wie hier in Europa. Deswegen sind da auch mehr Menschen gestorben. Das muss man halt alles mit berücksichtigen und das machen die meisten nicht. Die meisten sehen die Fakten oder sagen, hey, da sind 200.000 Leute gestorben. Naja, in Amerika ist das Gesundheitssystem bei weitem nicht so weit wie hier in Europa. Aber von der Philosophie her bin ich ein Befürworter von der Strategie von Trump und ich hoffe, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Ja, das hoffe ich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass die Menschen, habe ich das Gefühl, ich habe zumindest mal das Gefühl, irgendwie genug haben von dieser politischen Klasse, die immer viel redet. Und aber nichts sagen ist. Alles immer nichts sagen, diese ganzen Floskeln, wo keiner mehr hören will, keiner mehr hören kann. Aber dann passiert irgendwie auch nichts effektiv für die Menschen dann. Weil, ja, und dann Joe Biden, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber 47 Jahre Politiker, ja, dann kannst, weißt du eh schon, was kommt. Einfach ein Politiker durch und durch, wo 77 ist, also mitten im Saft des Lebens steht. Genau, ja. Klar, Donald Trump ist auch älter, aber eine gewisse andere Energie merkt man denn schon, ja. Ja, auf jeden Fall ja, wünsche ich mir auch, dass einfach die Wahrheit ans Licht kommt. Und mal schauen, ich finde den Donald Trump total spannende Persönlichkeit, wegen dem Goop auch total. Und irgendein Drama hat er ja nicht ausgelöst, außer den Tweets, wo nicht jedem passen. Aber ich glaube, wenn ihr Instagram-Story oder Instagram-Bild rausschickt, passt auch nicht jedem. Ja. Nur halt, wenn Präsident dich kommentiert, natürlich viel, viel mehr Menschen, logisch. Klar. Und du erreichst auch ganz andere Menschen. Ja, und zum Schluss würde ich vielleicht noch gerne auf Bewusstseinsebenen eingehen mit dir. Bei deinen Coachings, bei deinen Klienten. Hast du irgendein Modell von Bewusstseinsebene? Möchtest du die Menschen an eine Bewusstseinsebene heranführen oder sagst du nein? Wie läuft das genau mit dir? Also bei mir, mein Tagesgeschäft mittlerweile ist ja wirklich, gerade auch jetzt in den Zeiten, Menschen zu helfen, auch ein Online-Business aufzubauen. Und ich verfolge da, wie gesagt, auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, in erster Linie geht es erstmal um die Person an sich. Mhm. Was bringt die Person mit? Da geht es natürlich um Bewusstseinsthemen. Was hat er alles bisher erlebt, was sind seine emotionalen Bindungen, was hat er für Prägungen, was ist sein Charakter, seine Werte, für die er steht, was hat er für Glaubenssätze, für tiefe Muster. Ja. Erstmal zu analysieren in der Tiefe, wer ist diese Person, was steckt da alles dahinter, weil es kann aus jeder kleinen Geschichte kann natürlich auch eine Positionierung jetzt in meinem Bereich entstehen oder einfach auch für sich den Sinn des Lebens zu erkennen. Bei mir ist es ganz klar, das war dieser Schicksalsmoment, aber viele Menschen, glaube ich oder sehe ich auch, untergraben so ihre eigene Geschichte, weil jeder erlebt was Besonderes. Und ich glaube, viele sehen gar nicht, was für eine Botschaft sie in sich tragen oder was sie auch schon erlebt haben, wodurch sie ganz vielen Menschen auch helfen können. Und das machen wir als allererstes, oder gerade wenn es um das Thema Bewusstsein geht, so die Glaubenssätze zu analysieren, zu transformieren in der Tiefe, natürlich mit ganz vielen praktischen Übungen auch. Diese Spiegelübung ist eine davon, die natürlich noch ein bisschen ausgeweiteter ist. Dann geht es natürlich auch darum, was habe ich für ein Mindset. Also Mindset heißt, was habe ich für Gedanken, was habe ich für auch Glaubenssätze können dazu, was für eine innere Einstellung habe ich, geprägt durch die Schulzeit, durch die Eltern. Da kommen natürlich ganz viele auch negative Muster auf. So, ne? Allein wenn und das kommt ja jetzt bald auch auf mich zu, auf deine Tochter ja auch, wenn in der Schule der Lehrer zu einem Kind sagt, du kannst das nicht. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Satz, der aber bei einem Kind im Unterbewusstsein ganz viel auslöst. Deswegen mache ich das, was ich mache. Ja, und das ist, glaube ich, wie gesagt, das ist bei uns so der Anfang vom Coaching, dass wir da wirklich auch diese Muster erstmal rauslösen, weil ich sage da immer als Beispiel, wenn ein Kind in der Schule sowas hört, dann braucht sich das Kind irgendwann später nicht wundern, wenn es in einem Raum ist voller Menschen und es sich nicht meldet, weil sie sich nicht traut, weil sie weiß, okay, meine Meinung ist gar nicht so wichtig. Ich kann es ja eh nicht. Ich kann es ja eh nicht so. Und deswegen traut sich, oder gerade auch in unserer Gesellschaft, deswegen tun sich ganz, ganz viele Menschen in der Schulzeit auch mit Referaten schwer oder einfach mal etwas zu präsentieren. Und es kommt halt ganz viel von diesen Glaubenssätzen. Auch wieder das Thema mit den Eltern, die zu ihren Kindern sagen, hör doch auf damit, was machst du für einen Blödsinn? Du bist doch nicht gut genug. Das sind lauter so ganz, ganz viele kleine Glaubenssätze, die aber... Das ist diese Urangst, dass du nicht gut genug bist. Die steckt eigentlich hinter jeder Angst. Absolut. Ja. Und die löst so viel Negatives aus oder lässt unser Potenzial nicht komplett ausleben, entfalten. Und das ist so der Beginn von meinem Coaching, dass wir wirklich daran arbeiten, weil wir bieten ja eine Gesamtlösung an, wo wir ein komplettes Business aufbauen. Und ich bin halt
sehr ganzheitlicher Mensch. Ich möchte alles sehen, wirklich jeden Aspekt, um erstmal wirklich die Tiefen zu lösen, um daraus was ganz, ganz Schönes entstehen zu lassen, wie bei einem Baum. So, ne? Die tiefen Wurzeln erstmal legen. Das Fundament. Absolut. Und das ist so bei mir die Basis von allem. Okay. Ja, du sagst, diese Angst, dass nicht genug, also nicht gut genug sein. Wir sind gut genug. Absolut. 400 Millionen zu 1 und du bist da. Ja, du hast dich durchgesetzt und du warst nicht der Erste. Genau, ja. Aber du bist da. Das hat schon einen Grund, wieso du da bist. Ja. Ich habe wirklich, natürlich lege ich bei meinen Coachings auch zuerst das Fundament. Ich habe 3 Phasen, wo ich durchlaufe. Aber auf das möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Aber wenn es um Bewusstseinsebenen geht, habe ich ein Modell, wo mein Mentor mir auch beigebracht hat, wo ich wirklich drin lebe und versuche, das ständig an den zu feilen, zu arbeiten, ist, die erste Bewusstseinsebene ist so, Leben passiert mir, diese klassische Opfermentalität, oh mein Gott, heute ist es warm, viel zu warm, oh, heute regnet es, oh, heute ist Nebel, mein Gott, Nebel, ach, diese Opfermentalität und alle anderen sind schuld. Ja. Und in dieser Bewusstseinsebene sind die Menschen komplett hilflos. Und ich glaube, das Problem, das wir eben jetzt momentan haben, dass viele Menschen auch in dieser Bewusstseinsebene sind. Ja. Alles, was im Äußeren passiert, passiert innen. Ja. Und äußere Welt folgt der inneren Welt, meine Herren. Und das ist nun mal so. Ganz wichtiger Satz. Ja, äußere Welt folgt inneren Welt. Wenn ihr ein Tattoo machen wollt und ihr habt noch keins, macht euch das am besten hier oder so. Äußere Welt folgt in der inneren Welt und aus dieser Bewusstseinsebene kommst du eigentlich nicht, also kommst du leicht raus, indem du einfach deinen Finger wechselst von hier auf hier. Ja. Und hör auf mit Beschuldigen von allen anderen. Übernimm Verantwortung, weil dann hast du auf einmal die Kraft auch. Ja. Und dann bist du in einer Bewusstseinsebene, wo, wo wenn was passiert im Leben, das ist die zweite, wo ich so beibringe, dann passiert es durch mich. Ja. Ich mache es, ich tue es, das ist diese Achiever-Mode. Die 120-Stunden-Wochen, wo eine super Ebene ist, viel, viel besser wie jetzt die erste, aber es kann halt zu Depressionen, Krankheiten führen. Das sind diese CEOs, wo Lea zu Hause nachher sitzen, weil ihre Frau oder du auch du beim Poker, weil du warst auch in dieser Bewusstseinsebene, du hast es gemacht, du warst der Achiever, du, aber du hast gemerkt, hoppala, hey, ich fließe aber gar nicht mit dem Fluss des Lebens. Ja. Und das kannst du verlassen, indem du die also dein Suche nach dem Wort, nicht die Kontrolle aufgibst, sondern dein Drang zur Kontrolle. Ja. Vergiss, Kontrolle ist gut und recht, was du kontrollieren kannst, was du beeinflussen kannst, aber dass du alles kontrollieren möchtest, dieser Drang, oh, ich will das und das, wenn du das aufgibst und dem Leben und etwas ersetzt mit einem Glauben und einem Vertrauen auch in eine höhere Macht als wir. Ja. Das ist nicht unsere Zahlungsebene. Ja. Das ist der CEO, wo oben ist und der hat einen anderen Plan und der ist für dich auch vielleicht nicht vorbestimmt, aber du hast einen gewissen Fluss. Absolut. Und dann kommt eben diese Boot-Metapher, das ist die dritte Ebene, wo ich durch meine Coachings versuche hinzuführen, dein Boot so zu positionieren. Ja. Auch wenn es mal windet. Das Leben ist dazu da, dass mal Wind aufkommt, sonst würdest du nicht besser werden können. Absolut. Du sagst, okay, ich positioniere mein Boot halt jetzt. Jetzt setze ich Segel halt so. Ja, mein Gott, jetzt ist halt Corona. Ja, mein Gott, tue ich halt ein bisschen nach rechts, nach links. Ja? Und die vierte Ebene wäre, wir sind eins. Das ist, wenn du die Illusion des Separatismus aufgibst. Ja. Weil im Grunde, wenn man den ganzen Buddha und Tao und Jesus, Mohammed, Krishna, nehmen alle her. Im Grunde haben sie alle eins gesagt, wir sind im Grunde eins, eine Seele, wo einfach viele Manifestationen hier auf der Erde. Aber das ist natürlich nicht jedem geschenkt, in diese Ebene zu kommen. Aber ich will eben ich lebe hier in dieser Ebene, dass das Leben fließt durch mich und das ist der Ansatz von meiner Bewusstseinsebene. Sehr schön. Positionier dich einfach im Fluss des Lebens und versuch nicht, wie sind das Forellen oder Lachse, wo Fluss aufwärts schwimmen, welche sind das, ich weiß es gar nicht. Aber es gibt Fische, wo flussaufwärts schwimmen. Das können wir nicht so gut. Eine gewisse Zeit geht es, wenn du starke Muskeln hast. Aber irgendwann wird dein Leben zeigen, hoppala, mein Freund, falscher Weg. Die Punkte, die du gerade erwähnt hast, und das Tolle, und das hast du jetzt auch gerade gesagt, dass du das machst, wichtig ist aber dabei auch wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Also viele, ohne das. Ich erlebe ganz viele, natürlich, die sich auch mit spirituellen Themen beschäftigen, die aber zu sehr die Verantwortung abgeben. Und das ist ein schmaler Grat, den ich dann nicht befürworte, sondern ja, es gibt einen gewissen Plan, aber dafür bist du verantwortlich und dafür musst du auch was machen. Genau. Ja. Das heißt nicht... Ja, nur meditieren, wenn ein Tiger die angreift, wird schwierig. Und du musst aufstehen und wegrennen. Ja, das Beispiel. Ja. Weil ich erlebe auch ganz viele Menschen, die dann zu sehr in diesem Thema drin sind und sagen, heute steht der Mond andersrum, deswegen stehe ich jetzt heute nicht auf. Das ist dann zu sehr verlassen aufs Universum. Nein,
Verlass dich aufs Universum, aber tu auch was dafür. Komm ins Umsetzen, zeig, was du für Fähigkeiten, für Potenziale hast und dann kommen auch ganz viele Dinge. Wenn man diese beiden Komponenten verbindet, dann sind dir die Türen im Leben geöffnet. Genau, ich sage immer gern, das Leben trifft dich auf halbem Wege. Ja? Du musst deinen halben Weg gehen und dort trifft dich das Leben. Wenn du dein Leben, wenn du daher gehst und das Leben wartet hier auf dich, sagt, mach doch weiter, was dein Herz dir zu fühlen gibt, weil reden kann es ja nicht, leider oder wie auch immer, weil wir denken viel mit unserem Monkey Mind, wo uns ständig zuklappert. Aber wenn du diesen Weg nur bis hierher gehst, und wenn du hier, wird auch nicht reichen. Geh deinen Weg und da ist das Tun natürlich wichtig. Und auch zu dem Punkt, was ich auch ganz oft erlebe, ist, dass die Leute dann irgendwann aufgeben. Du hast es gerade ganz schön beschrieben. Ja, genau. Es gibt ja dieses Bild mit diesem Goldgräber. Die Leute sind bis zu dem Punkt und die meisten geben auch wirklich auf. Klar, natürlich auch wieder ein ganz großes Thema. Es hängt alles miteinander zusammen. Mhm. Das Umfeld, wo dir sagt, hey, jetzt machst du es schon so lange, monatelang, jahrelang, hör doch auf damit, das bringt doch nichts. Ja, und oft lassen sich dann die Menschen davon beeinflussen, obwohl sie so dicht stehen. Und das ist genau der Punkt, warum erfolgreiche Menschen erfolgreich sind. Die hören halt an dem Punkt nicht auf, sondern gehen weiter und merken dann, hoppla, jetzt bin ich hier. Genau, jetzt trifft mich das Leben auf einmal. Jetzt trifft mich das Leben und jetzt sind diese Stufen, die ganz klein waren davor, jetzt unglaublich groß, diese Steps. Und der entscheidende Punkt ist, bis hierher zu kommen. Und das machen die meisten Menschen nicht. Ja, weil es halt härter wird. Ja. Weil, wie vorher schon gesagt, das Leben ist kein Ponyhof, ist nicht Disneyland. Es ist eine Wachstumserfahrung. Und wachsen können wir nun mal nur, wenn es hart wird. Wir können nicht wachsen, wenn jeden Tag Sonne scheint und wir nur herumliegen, werden wir nicht wachsen. Und auch dazu sagen immer ganz viele Leute zu mir, ja, ich werde jetzt auch YouTube-Star. Ja, das geht doch ganz schnell. Ja, ja. Ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber es gibt ganz viele, die von heute auf morgen, nehmen wir Facebook so, Mark Zuckerberg, der von heute auf morgen Facebook erschaffen hat. Absoluter Blödsinn so. Heute auf morgen? Der Typ hat wirklich jahrelang hat er etwas erschaffen. So, ne? Hat an die Sachen geglaubt, wurde von ganz vielen Firmen am Anfang auch abgelehnt. Steve Jobs, noch besseres Beispiel. Der wird aus seiner eigenen Firma geschmissen. Michael Jordan, alle. Alle, so, ne? Und die haben wirklich diese tiefen Phasen auch erlebt, aber haben an sich geglaubt, haben an ihre Vision geglaubt. Und deswegen, wenn dir jemand erzählt, so, Erfolg kommt über Nacht, glaub daran nicht, so. Es ist ganz selten mal so, dass Erfolg über Nacht kommt, in ganz, ganz wenigen Stories. Aber der größte Teil der erfolgreichen Menschen, die haben jahrelang darauf trainiert, hintrainiert. Ich habe dazu auch ein passendes Bild, so, dass die Leute nicht sehen, was da in diesen Nächten auch entstanden ist und dann kommt irgendwann der Erfolg. Es sind diese 10.000 Stunden, diese berühmten, bekannten 10.000 Stunden, wo auch Mozart verbracht hat am Spielen, wo der Graham Bell mit der Glühbirne, wie oft hat er es nicht geschafft? Also es sind diese, das ist eben dieser Weg, dieses zum Leben finden, das Leben kommt schon, aber du musst deinen Weg gehen und am besten auf das Herz fühlen, weil das weiß den Weg, diese Brotkrümel meine ich, wenn du ein gutes Gefühl hast mit dem, was du tust, das ist der nächste Brotkrümel, da fühle ich mich gut bei dem, was ich tue. Damit meine ich nicht auf der Couch sitzen, Chips essen, sondern bei dem, was du tust. Und diesen Weg musst du gehen und du musst diese Courage haben, speziell als Vater, für deine Kinder auch das vorzuleben, weil dann wird dein Kind eventuell das dir nachmachen und sagen, okay, mein Papa ist während der Corona-Zeit, hat er ein Business aufgenommen. Genau. Während alle anderen gejammert haben, sagen, mein der ist schuld, der, oh mein Gott. Nein, mein Vater hat einfach sein Ding gemacht und es war nicht einfach, aber er hat die 10.000 Stunden investiert, ist zum Leben gekommen. Und bei mir, weiß nicht, bei dir hundertprozentig auch, mir geht es eben darum, klar, dieser Weg muss gegangen werden, dieser auch, aber bei diesem Weg gibt es eben praktische Sachen, die man anwenden kann und ich will bei meinen Kunden, Klienten, dass sie was zur Hand haben, sagen, okay, es gibt Tools, die können mir helfen, weil wir leben hier auf der Erde und wie vorher gesagt, wenn du nur meditierst den ganzen Tag und es kommt ein LKW, es wird schwer, außer, ich kenne niemanden, der das bis jetzt überlebt hat. Außer man ist ein Superheld. Ja, das meine ich, außer du bist wirklich Buddha himself, der kann sich wahrscheinlich raus teleportieren oder wie immer. Dass du einfach, ich versuche alles so praktisch wie möglich zu machen, weil ich glaube wirklich daran, dass mir Väter speziell gerade jetzt in der jetzigen Zeit eine unheimlich wichtige Rolle haben für unsere Kinder, das Vorbild zu sein, das wir sein möchten, damit auch die Welt, was wir jetzt vorher geredet haben, ein anderes Bewusstsein hat. Und das können wir durch unsere Kinder schaffen. Ja. Wenn wir in dieses Bewusstsein kommen und den Kindern dieses vorleben,
ja, dann kommen unsere Kinder automatisch so und werden die Probleme für uns lösen. Genau. Wenn wir es jetzt ihnen helfen, dann helfen sie uns nachher. Und das ist eigentlich mein Antrieb. Und ja, ich will, dass es praktisch ist und dass die Väter sagen, okay, hey, jetzt kann ich wirklich sagen, okay, mhm, ich gehe meinen Weg. Und auch wenn es steinig wird, dann zieh halt die besseren Schuhe an. Ja. Super, ja. Also das ist auch die Botschaft dahinter, so denke ich mal bei dir so. Ich meine, schwere Zeiten kommen immer auf einen zu. So, ne? Erfolgreiche Menschen oder gerade wenn man für sich etwas erschafft, so, dann gehören da auch wie so ein Hürdenläufer. So, mhm, ne? Immer wieder Hürden zu überspringen, das ist doch, das macht doch das Leben erst interessant. Genau. Was willst du den Menschen denn später erzählen, wenn du nichts erlebt hast, so, wenn du keinen tiefen Fall hattest? So. Mhm. Ich habe auch, wie gesagt, auch mehrere tiefe Fälle schon gehabt. Ich habe vor ein paar Jahren auch einen Baustoffhandel gehabt, habe den gegen die Wand gefahren, so, ne? Mit 200.000 Euro Schulden. Das sehen die Leute halt nicht, dass ich dort eine ganz, ganz harte Zeit durchgemacht habe. Aber jetzt weiß ich, die Fehler, die ich dort gemacht habe, und das war auch der Grund, warum ich meine erste Selbstständigkeit nicht in mein Herzensbusiness machen wollte, die Fehler, die ich dort gemacht habe, mache ich jetzt nicht mehr. Und ich kann natürlich auch ganz andere Menschen jetzt erreichen. Menschen, die am Boden sind, Menschen, die Schulden haben. Und nochmal, ich habe diesen Glauben einfach, dass gewisse Dinge oder viele Dinge einfach zu gewissen Personen einfach dazugehören oder passieren aus einem bestimmten Grund. Und den Grund sehe ich jetzt so. Und ja, jetzt. Da müssen einfach viele einfach auch geduldig sein. Und der Punkt auch noch dazu, sehr viele schmerzhafte Momente sind, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, eigentlich so die wichtigsten Momente in dem Leben von den Menschen. So war es bei mir. Egal, ob es im Business war, als ich meinen Baustoffhandel an die Wand gefahren habe, im Privaten, meine Mama und meine damalige Liebe, die übrigens heute meine wundervolle Frau ist, mit der wir zwei Töchter haben, sind alles, was im Leben passiert, könnte anderen Menschen dabei helfen, wirklich diese Schmerzpunkte nicht zu machen. Gut, zum Abschluss, Musti, wie kann man dich erreichen und hast du vielleicht jetzt ein Projekt, du sagst, okay, momentan habe ich das am Laufen, was ist aktuell bei dir? Aktuell, also klar, eventmäßig ist jetzt aktuell nicht viel los. Ich gebe normalerweise einmal im Jahr im Lebenspoker-Event, was natürlich dieses Jahr schwer wird. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt. Das wird aber eher in Mitteldeutschland sein, in Frankfurt. Ansonsten, klar, das Thema bei mir ist Online-Business-Aufbau. Man kann mich über Instagram, über Facebook erreichen. Man kann mich über die Website mustafa-ina.com erreichen. Man kann mich hier in meinem Büro besuchen in Lindau. Also ich bin eigentlich relativ zugänglich und wie gesagt, ich mache die ganze Sache auch noch sehr bodenständig und antworte dir dann auch persönlich, wenn du mir schreibst. Das ist mir immer ein ganz, ganz wichtiges Empfinden, dass wir persönlich immer auch den Kontakt suchen. Das ist ein Coaching. Ganz genau. Und viele machen das ja nicht mehr so persönlich. Das ist aber ein Ansatz, den ich wirklich weiterverfolgen werde, weil mich jede einzelne Geschichte eben interessiert. So, ich möchte wissen, wer kommt da zu mir, was kann ich für ihn tun und wie können wir gemeinsam etwas Schönes erschaffen. Und da möchte ich schon auch das Background, das Hinterwissen erfahren und nicht mein Verkaufsteam oder mein Social-Media-Team, sondern das mache ich alles noch selber. Das sind so die Plattformen, wo man mich erreichen kann. Und mein Haupttagesgeschäft ist natürlich Aufbau von einem Online-Business. Das ist eigentlich so mein Fokus gerade. Gut, ja, der, wo meine Videos anschaut, weiß eh, www.busydadcoaching.com und Instagram, Facebook, LinkedIn, BusyDad, könnt ihr anschauen. Und bei mir steht an, gerade eine 5-Tage-Challenge habe ich gemacht, ist komplett gratis. Wer Lust hat, ein bisschen ins Coaching einzutauchen, kann er gratis machen. Und eben einen Workshop erstellt, so gerade einen kleinen Workshop, zum gut durch eine schwere Zeitkrise zu kommen, falls jemand Lust und Zeit hat. Passt ansonsten perfekt gerade. Ja, eben. Deswegen habe ich gedacht, ich muss irgendwas tun, wo jetzt eben gerade für die Leute eine kleine Hilfe ist, zu sagen, okay, vielleicht nehme ich dir was raus. Und das kann schon einen großen Impact haben für mehrere Menschen. Wenn sie es dann auch umsetzen, natürlich, ohne umsetzen. Und glaub mir, die Leute suchen nach sowas. Also ich sehe das ja bei mir auch selber. Deswegen, wenn der Thomas gerade was auch anbietet, so, gerade wenn es um schwierige Zeiten geht, dann nimm dieses Angebot wahr, weil du wirst immer im Leben auch einen Coach, einen Mentor brauchen. Weil der Coach-Mentor in den meisten Fällen die Dinge schon erlebt hat, die man selber dann machen will. So, ne? Also er hat die Erfahrung, er hat die Fehler schon gemacht und das würde dir sehr viel Zeit und im Endeffekt auch sehr viel Geld sparen, wenn du dir einen Coach und Mentor holst. In Deutschland ist es noch nicht so oder im deutschsprachigen Raum kommt es jetzt immer mehr, aber in Amerika, jeder erfolgreiche Mensch hat einen eigenen Mentor. So, ne? Das ist ganz üblich und normal und das kommt jetzt immer mehr, deswegen hier ist der richtige Ansprechpartner, bucht ihn, gerade jetzt in schwierigen Zeiten hat er eine unglaublich tolle Lösung.
Super, Musti. Vielen Dank auch für deine Zeit. Danke dir. Ich wünsche dir weiter alles Gute in deinem Business und vielleicht können wir gemeinsam was aufbauen. Was entsteht, weiß man nie, ja. Aber Step by Step, der nächste Schritt ist der wichtigste. Absolut. Das weißt du eh. Und in dem Fall alles Gute und wir sehen und hören uns. Und an alle Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, let's change the world together. Euer Thomas. Ciao.